So, meine Friends, wir sind jetzt hier bei unserem Bruder Tannel. Wir grillen jetzt hier ein bisschen. Ja. Wir haben hier lecker Tauchschisch, Hähnchenbrust, klein geschnitten. Wir haben noch Chicken Wings, ja, Granat, wie man jetzt auf Türkisch sagen würde. Alles schön paniert, geölt. Was macht der Abdel denn? Abdel, was machst du? 335, 338, 339, 340, 350. Aber Abdel. 2908. 200. Bist du schon bei 1000? So Leute, was geht? Ab in den Pool jetzt. Ab in den Pool. Ab in den Pool. So, Bruder, kannst du einmal rüber schenken? Wir brauchen dein Licht. Kannst du mal so, meine Damen und Herren, hier sind wir in der Kochshow und im Live von Ben Zetanien. Tanel Ay gegen Kanyabi. Wer macht den besten Tabukschisch? Ja, meine Damen und Herren. Und wie ist der geworden, Abdel? Lass ich mal riechen? Der sieht super aus. Der muss noch ein bisschen auf dem Grill bleiben. Und wie läuft's bei dir, Kahn? Ihr habt noch 8 Minuten und dann muss serviert werden. Dann muss serviert werden, meine Damen und Herren. Oh, der Tannel-Ei hat einen Zaubertrick benutzt. Die Zwiebel vorher auf dem Grill. Man sieht, du hast Erfahrung. Du bist nicht mehr erstmal am Grill. Was sagst du dazu? Ich sag, lass knacken. Lass knacken. Genau so, mein Besser. Du bist ein Psychopath, du bist ein Psychopath. Hast du das kurz vergessen? Ne? Junge, warte, mach Klima an. Du kleiner Psychopath, Alter. Ey, mach mal Klima aus. Alter, ich sterbe hier drin. Hey Jungs, Wallah, ich bin am Sweat. So. Oder mach mal Klima aus. Mach mal aus. Erste Stufe. Bruder, ich werd krank. Mach aus. Erste Stufe. Oder mach aus. Oder nullte Stufe können. Ich werd aus. Ah, Jungs, ich bin am Sweaten, Alter. Ja, warte, ich hab doch hier auf eine Stufe fertig. Oder mach aus bei mir. Bei mir kannst du aus. Ja, hier, ich lass meine mal. Ich werd krank, ich muss Tabletten nehmen. Mach aus. Hier, mach so deine Richtung. Nein, lass doch hier auf. Bruder, so. Das geht doch in ersten Raum. Ja, nur ein bisschen kurz. So. Bruder, ich bin am Ölen und mit Dings und so. Wallah, ich kacke ab, mach mal Fenster oder so auf. Ja, was geht, Freunde? Läufchen, Bruder. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind gerade auf dem Weg in ein anderes Land. Wir haben noch eine Stunde. In ein anderes Land. In ein anderes Land? Ich bin schon da drin. Wir sind schon in ein anderes Land. Auf jeden Fall. Ja, okay, sind wir gerade angekommen. Wir haben noch über eine Stunde Weg, ja. Der liebe Abdel ist heute unser Fahrer. Vielen Dank in dem Sinne. Gerne. Ja. Wir sind um 12 Uhr, glaube ich, losgefahren. Auf jeden Fall, wohin geht es heute? Wir fahren nach Belgien. Wie auch letztes Jahr werde ich mir mal wieder die Haare chemisch glätten lassen, ja. Eine Keratinkur reinballern. Ja, wie ihr sehen könnt, meine Haare auf jeden Fall miese, Dauerwellen, Locken. So sind meine Naturhaare. Und ich dachte mir, weißt du was, Digga, jetzt einmal wieder schön glätten. Sind zwar noch ein bisschen kurz, aber es wird mal wieder Zeit. Ja, doch Afro-Trap. Mama, Champions. Kennt ihr diese Afro-Trap-Lieder noch? So hat er Haare. Dieser Afro-Trap, der ist auch Dings extra für EM, damit der diese. Wallah, sag euch ehrlich, eigentlich, ich bereue es gerade sogar, dass ich schon zu früh die Haare glätte, weil ich Haare so feier. So, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen in Belgien. Im Parkhaus, haben gerade geparkt. Ich zeig euch hier ein paar Skills. Ah, aksch! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ich bin nicht aufgewärmt, meine Beine ein bisschen. Der denkt doch, der ist Messi. Ich komme. War schon ein bisschen cool. Okay, ich würde mal sagen, auf geht's zum Friseur. Leute, wir sind hier in Belgien, ne, und das ähnelt schon Frankreich sehr, sage ich mal so. Ich fühle mich hier wie auf den Straßen von Frankreich in Abdel. Jean-Pierre, l'herbe ravi. Apiri. Soir la vie, Rami. Le pain. Hör auf, die Wallah, die gucken uns alle an. Schokolade. Wir würden schon gut in so einen französischen Film reinpassen, ne? Klar, noch halb Franzose. Philippe Pierre! Céline! Galerie du Centre! Pharmacie! War schon eine gute französische Aussprache, ne? Ich? Ah oui, sur la vie, l'orbe en avarie, la Paul. Jean-Paul! Carré, c'est où, hâte! Voilà, kurz Dings. Kennst du auch Französisch? Ich? Ja, jahrelang. Ich hab meine. Salut! Salut! Comment t'appelles? Bien et tout? Ich glaube, ich habe Spanisch geredet. Voilà, ça va? Ça va bien. Et toi? Et toi? Oh, bien. Qu'est-ce que vous avez fait? Neuroute? Neuroute? Wie Neuroute? Also, ihr müsst wissen, wir waren schon, also ich war schon zweimal hier: einmal mit Abdel, einmal mit einem Kollegen. Und ich weiß bis heute nicht, wie man da hinkommt.
sind jetzt hier angekommen in Belgien. Das ist the best man for Keratin. Chemische Glättung, ja. Ich war schon zweimal hier und zweimal war ich leider zufrieden damit. Heute zum dritten Mal. Die Haare sind jetzt nicht so lang, aber ich kann nicht mehr abwarten. Wir dachten uns, komm, heute ist ein Feiertag. Der Tag kam gelegen. In dem Sinne, ich würde mal sagen, die Show kann beginnen. So Leute, wir befinden uns jetzt zeitgleich, der Kahn ist gerade seine Haare machen und Burak und ich sind jetzt gerade hier in der Stadt. Wir checken gerade hier ein bisschen die Location ab. Hier zeigt man ein bisschen Brüssel. Hier, der ist gerade seine Tour am machen. Da vorne ist hier die Statue der Radakaris. Hier ist auf jeden Fall normales Leben. Du siehst, die Leute sind am Chillen. Die müssen, glaube ich, auch Maske tragen, wenn man nichts isst. Ist eigentlich relativ gleich wie Deutschland. Aber Burak und ich wissen gerade gar nicht, was wir hier machen sollen. So Leute, wir sind original in Brooklyn. Yo man, we are in Brooklyn. This is crazy, crazy, we ride alike. Yes, we ride alike, we ride for money. We ride the bike route in the travel alike. So sind doch immer die Nachrichten in Amerika. Guck mal, 7 Milliarden Corona gibt es hier auch nicht. 7 Milliarden Leute bei einem Zebrastreifen. 7 Milliarden. Ich werde gleich auf jeden Fall hier überfallen mit Burak. Der hat wieder so eine Kette ausgepackt hier, damit die uns alle... Ach, naja, Jungs und Mädels, wünscht uns Glück. Wir gehen weiter. Okay, ich muss sagen, ich bin wie immer wirklich überwältigt, Freunde, ja. Das dritte Mal hier gewesen und das dritte Mal, die Haare sind wie geleckt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Gel drauf, damit die Haare nicht nach vorne fallen. Das Blöde ist halt jetzt, dass die Haare so weich sind, ne, dass sie auf Gel angewiesen sind. Weil die Haare sind jetzt platt. Die fallen sonst immer nach vorne. Deswegen machen wir ein bisschen Gel rein, optimal. Morgens zum Friseur nochmal Seiten sauber machen, Bart und so weiter. Aber ich muss sagen, Haare geisteskrank. Die Glättung brutal. Das ist 2021 das beste Gefühl, das es gibt. Und es gibt immer noch Menschen, die das freiwillig weiterhin tragen, obwohl sie nicht mehr... Maske. Ich hasse Maske tragen. Okay Freunde, wir sind jetzt hier in Düsseldorf am Spazieren, Haare endlich fresh, wir sind gerade hier unterwegs und es ist gerade so, also wirklich spontan war das gerade was entstanden, unsere Hände haben uns gerade verhangen, aber dann ist was Lustiges auch entstanden. Ich hatte meine Maske hier so. Und beim Gehen bin ich aus Versehen hier reingeraten und dann haben wir so Händchen gehalten. So wie so Das schneide ich nicht raus. Wallah, hat er Unfall gemacht, ja, oder klar, was? Ja, der hat den Wagen mitgenommen, seine Mutter, und der versucht jetzt abzuhauen. Nein. Wallah, MW. Der hat nicht Wagen mitgenommen. Wallah, der hat den Wagen mitgenommen. Ah. Alles mitgenommen hier. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ich dachte gerade, eine Rakete ist gebrochen. Ich dachte irgendwie, keine Ahnung, Kupplung. Meint die Mercedes, wir bauen Panzer, ne? Die hat einfach alles mitgenommen. Bei der Mercedes war gar nichts. Problem. Bei ihr Wagen? Ja. Ich höre nur... Komplett alles rausgerissen, ey. Das war schon mein GLE. Normal, die weiß nicht mehr, was sie machen soll. Die weiß gerade, Walla, die weiß gerade echt nicht, was sie machen soll, die Arme. Die wollten nach Marokko fahren und der hat diese Dings, Pfefferspray, ne, und einen Taser gehabt, ne. Sagt er so, Papa, was ist das? Der so, das ist für, wenn wir das mal brauchen. Echt? Macht er so, sein Vater, du hast mich gefickt, Walla, warum fasch meine Augen an? Ich hab das gerade angeschaut. Wir haben gerade über Pfefferspray geredet, weil er dachte, das wäre Pfefferspray. Und er hat gerade eine Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, wie viel man von Anfang gehört hat. Und aber der eigene Sohn hat. Eigene Sohn bei Vater? Ja, aus Versehen. Der hat sich weggelacht. Der meinte, boah. Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig, Leute. Niemals in der Stadt die Hand geben, immer Code. Auch wenn es Freunde sind, sehr wichtig. Habt immer hier auch Hygienegel mit Geschmack Himbeere. Falls ihr ein bisschen Hunger habt, könnt ihr auch essen. Das ist sehr wichtig für den einen oder das anderen. Ist wie Dings, Airwaves-Kaugummis. Für den einen oder anderen Zwiebelkopf, der sehr viel Fitner verbreitet für seine Zunge, damit er ein bisschen gereinigt wird, weißt du? Sehr, sehr wichtig. In dem Sinne, das war es auch eigentlich schon so mit dem Vlog. Was heißt Vlog? Wir waren nur kurz in Belgien, haben die Haare gemacht. Ach ja, ich wollte noch
die liebe Jasmin grüßen. Jasmina oder Jasmin, ich weiß nicht mehr. Mhm. Aus Belgien. Sehr, sehr nettes Mädchen, die zu uns kam. Jean-Paul! Mit der wir uns unterhalten haben. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Supporterin. Schöne Grüße nochmal an dich, Jasmin, habe ich nicht vergessen. In dem Sinne, das war's mit dem Vlog, mit den Haaren, was auch immer. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr die Frise findet. Ich finde es auf jeden Fall nice. Was sagt ihr? Dankeschön auf jeden Fall für eure positiven Kommentare. In dem Sinne, haut rein. Findest du aber echt gut, meine Haare? Ja, Wallah, sind gut. Dankeschön, du? Danke, Wallah, Mashallah, sind echt gut. Mashallah, echt gut. Als wenn das das erste Mal wäre, ne? Ja, ne? Aber ich sag dir ehrlich, ich hätte Redlocks gemacht, wenn ich du wäre, so Raster. Soll ich Raster machen in den nächsten Tagen? Sag Wallah, du machst. Sag Wallah. Da will ich mit musst du auch ein bisschen wachsen lassen. Ne? Ja. Nein. Da müssen wir, Bruder, da müssen wir nach Urlaub so erstmal braun werden, dies, das und so. Dann. Ich mach. Wallah, soll ich machen? Die machst, ich mach. Wallah, soll ich machen? Lass, ich gehe zu diesen Frauen, die das machen, und wenn die sagen, es ist lang genug, mache ich. Amen, nennen die dich Junkie oder so. Allah, lieber nicht. Lieber nicht, Allah. Ich will noch mit dir unterwegs sein, so normal. Dann lass ich so. Lass so besser, so ist Max. Allah, so Max, ist ne? Ja. Okay. Ach, du filmst noch? Jean-Pierre! Salut, mon ami, mon ami! Ah oui, oui! Ah oui, oui! T'as revu! Okay. Aywa! It's Recap Time. Es ist wieder Zeit. Die Woche ist vorbei und es ist wieder Zeit. Aywa! It's Weekend Time.